Servus Leute, hier ist euer DCDS mit einem weiteren Video Dungeon Hunter 5 live und am Stissel einfach angezockt, weitergezockt, durchgezockt und so weiter und so fort. Heute kein Let's Play, sondern ein Tipps und Tricks Video und zwar zum Inventar. Und ich habe mir ein paar Kisten für euch aufgehoben, die ich mit euch zusammen öffne und danach verschmelze ich noch ein paar Waffen zu Superwaffen und so weiter und so fort. Deshalb bleibt dran am Start. Leider habe ich gerade eine Kiste schon geöffnet, aber dann ist mein Aufnahmeprogramm abgekackt. Aber egal, ich mache es jetzt gleich nochmal. Öffne die nächste Kiste mit euch. Hoffe natürlich, da ist was Gescheites drin und erstmal nur Scheiße drin. Ein Feuerschild. Toll. Super. Super, super kacke, würde ich mal behaupten. Bringt uns mal überhaupt nichts. Jetzt haben wir natürlich wieder vollen Inventar, ist ein bisschen kacke. Wir vergleichen mal kurz das Feuerschild mit dem Schild, was wir bekommen haben. Wir haben hier ein Heilschild und ein Feuerschild. Das ist auf jeden Fall schlechter. Also verschmelzen wir mal das Heilschild mit dem Feuerschild. Oh, nicht so mit dem Feuerschild. Zack. Hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht. Aber wir sind es los. Okay, nächstes. Whoopala. Glück gehabt. Nächste Kiste. Und. Ja, natürlich wieder Scheiße bekommen, ist ja klar. Was denn sonst? Die Rüstung können wir eigentlich gleich verkaufen, würde ich mal behaupten. Verkaufen. Und dann gehen wir wieder die nächste Kiste. Die letzte, die ich mir jetzt erstmal leisten kann. Und weh, da ist jetzt wieder Kack drin, ey. Lol, ich krieg echt nur Scheiße, ist echt hart. Super. Okay, dann gehen wir kurz in ihre Festung und verbessern einen Schergen. Und zwar den hier, den lassen wir jetzt mit dem hier zusammen. Und dann zeige ich euch jetzt das ultimative Verschmelzen, und zwar eine Superfusion von einer normalen Waffe. Und zwar, ich mache jetzt meine Rüstung, die ist Level 21 und ich hau da jetzt viermal dasselbe rein. Also viermal eine Rüstung, kostet mich 13.000 Gold, habe ich extra für gespart und ich kriege eine super Verschmelzung von 7% und ich baller das jetzt hier mal rein. Zack. Hoffe, das hat mir jetzt irgendwas super Tolles gebracht. Sehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Oh, ja, verkackt würde ich mal sagen. Und dann machen wir eine Entwicklung, und zwar von dem Bogen. Hier, ich habe den Bogen, der ist Level, also Stern 1. Ich habe einen Drachenzahn und jetzt prestige ich den sozusagen zu einer Entwicklung in das nächste Ding. Und das kostet mich 10.000, das mache ich jetzt einfach mal mit euch zusammen. Hier. Zack. Jetzt ist er sozusagen Prestige. Jo. Und jetzt können wir den gleich... Da, nächstes Mal brauchen wir wieder ein Stückchen was zum Prestigen sozusagen. Das ist viel effektiver später dann. Und jetzt machen wir gleich noch hier in Verbindung mit vier weiteren Bögen und leveln den natürlich sofort wieder auf. Jetzt hat der ganze Bogen einen Schaden von 268 und ist schon Level 2. Prestige 2, Level 3 sozusagen. Und dann, das Ganze kann man natürlich auch mit anderen Sachen machen. Hier zum Beispiel mit dem Schwert. Das kann ich auch prestigen. Da muss ich aber noch ein paar Level hier hoch. Hier, da habe ich auch schon alles außer die Hydro-Schuppe. Die gönne ich mir heute noch. Und ja, so kann man eigentlich ganz gut leveln. Und ja, was kann man noch so schnell noch verschmelzen? Wir haben eigentlich gar nichts mehr Wirkliches, was wir verschmelzen können. Wir können jetzt noch hier zum Beispiel einen Elementbonus geben. Kriege ich dann irgendwie was? Ja, er wird schon wieder richtig krass viele Elemente, also viel, richtig krass viele Level geht da ab und hat einen richtig krassen Schaden. Und jetzt ist er von Level 3 auf Level 12. Also diese Teile bringen jetzt meines Erachtens richtig hart übel.
Ja, auf jeden Fall. Und nächstes Mal level ich noch mein Heilschild, würde ich mal sagen. Das können wir eigentlich gleich machen. Nee, die verbrauchen wir jetzt nicht, die brauchen wir nämlich noch anders. Ich würde mal sagen, damit belasse ich es bei diesem kleinen Fusionieren und wie man Waffen aufrankt und sozusagen Prestige, bessere Waffen bekommt. Demnächst hole ich mir noch eine Goldkiste und dann zeige ich das euch natürlich nochmal am Schlüssel, wie das alles funktioniert. Und ja, damit danke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Servus, Leute.